So, herzlich willkommen zurück, liebes YouTube, zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind wieder in Folge 52 zurück und unser Schrumpfkopf Link macht wieder seine Abenteuer, um Zelda zu retten, as always. Ja, ich bin jetzt drauf gekommen, weil wir im letzten Part halt drüber gequatscht haben, dass Link irgendwie winzig ist. Und wir haben festgestellt, Link ist professioneller Vasenzerstörer und das scheint sehr gut bezahlt zu sein, ne? Weil jemand zwischen den Part fragte, ist Link nicht arbeitsloser? Nein. Der hat immer Geld. Die winken sich da gegenseitig zu. Okay, alles cool, ja, macht mal ruhig. Und der Hund, die sitzt da ganz friedlich, na, schnupsen. Und ich wollte übrigens mal eine Theorie mit euch teilen. Also eigentlich allgemein wollte ich das mal irgendwie, ich wollte es auch fast schon Discord jemanden fragen, ob es irgendwie... Es gibt ja so allerlei Fantheorien immer zu allen möglichen Dingen. Also jetzt nicht nur Zelda bezogen, sondern auch allgemein, die gibt es zu jedem Spiel irgendwie. Sobald es irgendwo von irgendeiner Serie ein paar Fans gibt, gibt es auch immer so die Verschwörungstheoretiker von Gaming-Franchises. Und ich habe mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, bei Zelda mal irgendwo gehört, dass Link angeblich ja so klein sein soll. Nein, nicht weil er Japaner ist, weil Nintendo eine japanische Firma ist. Nein, ihr Rassisten. Sondern es soll wohl daran liegen, dass Link ja in Ocarina of Time durch das Master Schwert 7 Jahre wie eingesperrt wurde und dann war er. Also bei dem Alter streiten sich alle, mal ist er 10, dann ist er danach 17, dann ist er mal 12, dann ist er danach 9. Ich finde, er sieht aus wie 8, dann wäre er danach 15, aber naja, das ist halt eben bloß meine Meinung. Ich glaube, irgendwie in der Hyrule Historia wurde es, glaube ich, sogar mal offiziell benummert. Und ich denke mir so. Irgendwo mal gehört zu haben, dass Link so klein ist, weil er halt 7 Jahre eingesperrt wurde und durch halt eben das Fehlen von Nahrung und so, weil Zeitreise und so, Paradoxum, ne, keine Sonne, kein Licht, du bist ja quasi versiegelt 7 Jahre, dass du dabei einfach nicht so gut wächst wie in der normalen Pubertät. Und wir wissen ja alle, Jungs wachsen in der Pubertät immer, ne, vor einem Tag auf den nächsten plötzlich 30 cm größer. Also sowas bei mir. So. Leute, im letzten Mal haben wir ein paar Herzerlein gesammelt, haben jetzt 13 Herzen und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Ich überlege trotzdem noch, wo es weitergeht. Ich glaube, wir könnten einfach tatsächlich schon in die Richtung des nächsten Dungeons gehen, ne? Rein theoretisch wäre das möglich. Schon im letzten Part wurde noch angemerkt, Dukai, da ist schon noch was. Und ich denke mir so, ja stimmt. Hier im nördlichen Hyrule, und zwar... Wo waren das nochmal? Das war sogar direkt hier oben, glaube ich, ne? Hier irgendwo bei den... Ich glaube ja. Komm, los, go, mach mal. Schon mal jemand ein Arbeitsamt in Hyrule gesehen? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ja Rubin 4. Keine Ahnung, Mann. Wenn es ein Arbeitsamt bei Hyrule gibt, wäre das der Endboss und nicht Ganondorf? Das weiß man nicht. Wir wollen natürlich jetzt auch das liebe Arbeitsamt nicht diskreditieren. Nein, keineswegs. So, ich denke mir so, ja, ich könnte jetzt mein Pferd holen, aber nö. Ich bin als Wolf unterwegs und das finde ich doch schon ziemlich cool. Ba, 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 ba. Nein, hä? Hallo? Dupdidu. Es kommt doch teilweise nach in Marcells Theorie vor, dass man nicht so wohnt. Da gibt es nur Mais im Haus, sonst nichts zu essen. Echt? Gibt's Theorievideos? Oh, ein Zehner, dankeschön. Cash. Da ist ein Käfer. Hallo, hab ich den denn überhaupt schon? Das ist, glaube ich, der Hirschkäfer. Ich glaube, den habe ich schon. La la da 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 da. So, und man hat schon richtig gesagt, irgendwo gibt's hier eine Höhle. Ladebildschirme. Hashtag zu viel Breath of the Wild gespielt. nee, gibt's hier, glaube ich, nicht so wirklich. Ist schon ziemlich flüssig. Dafür hat man halt kurz Schwarzbild. Schaf! Noch ein Fünfer. So. Hier war es nicht. Guck mal, da ist ein kleiner Käfer. Ein Spinnifui. Los, drop mir Seide. Sind die nicht bei Minecraft? Schade. Da ist ja noch so ein Spacko. Hier, hallo. Gut. Schaff, schaff, schaff. Hey, hör mal. Hey, hör mal, das war...
Mann! Scheiß Käfer! Huch! Dodge Attack! Los, Wolf! Ruckzucki! Ja, war jetzt ja nicht so prickelnd. So, ich glaube, das war die Höhle. Kann das sein? Ich glaube, ja. So. So, und ich glaube, das konnte man zwar aufbauen, aber man konnte, glaube ich, nur als als Morgensternschwinger in diesem Rätsel schon sein Ziel erreichen. Aber war dieses Schieberätsel nicht total schwer? Eine andere Theorie: durch OOT bedingt kann Link ja durch die Zeit springen. Das heißt, theoretisch könnte er altern, aber vielleicht wächst er nicht mit. Twilight Princess ist eines der besten Zelda-Teilen. Ja, ich finde es so einfach, steckenweise. Aber die Atmosphäre ist halt schon ziemlich cool. So, hier seht ihr schon Eiswände, Leute. Und dafür haben wir ein ganz frisches Item. Lalalala, putz. So, mal gucken. Hier haben wir einen Schalter. Und dazu eine Box. Ich möchte meinen, es war aber relativ leicht zu lösen. Indem wir jetzt den hier machen. Wartet, Moment. Sie können schön. Also ja, ist richtig. Ich glaube, es gibt drei Stück. So. Und wenn da jetzt der hintere nicht mehr benötigt wird. Einmal nur im Kreis schieben und glücklich sein. Zeig schon mit dem Finger auf die Würfel. Ich glaube, das funktioniert nicht. Tut mir leid, aber solche der Form der Internetinteraktion gibt es da leider doch nicht. Oh. Da sind wir zwei Schalter hier. Okay, aber ein bisschen kniffliger. Aber ich sehe schon mal, dass wir einfach den da schieben könnten. Und dann hätten wir da easy den da. Aktiviert. Hä? Aber wer ist denn jetzt aufgegangen? Hä, das ist doch nur zu. Ja, ich muss den zweiten Schalter bedecken. Den da darf ich nicht mehr, also sollte ich nicht mehr berühren. Ah, wie war das nochmal? Ich überleg gerade. Also man könnte natürlich jetzt einfach wieder den ähnlichen Trick wie vorhin machen. Aber das wird nicht so ganz funktionieren, weil wenn ich den jetzt hier nach unten schiebe und das wieder aufstecken will, dann hätte ich jetzt ja keinen nächsten Block mehr, ne? Einzige, was man vielleicht versuchen könnte, wäre, den jetzt doch nochmal runterzudrehen. Das ist jetzt erstmal nicht ganz wichtig. Und dann erstmal, den hier zu machen. Ne, geht ja. Dann wieder schieben, dann wieder von oben. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt wäre das wieder übrig. Jetzt sollte ich doch eigentlich einfach... Ah, nee, das geht nicht. Scheiße. Ja, das nochmal. Ich überlege gerade. Oh, das ist lange her, dass ich Twilight Princess gespielt habe. Ich konnte die Rätsel damals ziemlich gut, weil ich sie halt noch wusste. Aber inzwischen... jetzt fühle ich mich wieder bei Professor Layton hier. Ich könnte den da aufstapeln.
35 Pikarat? Nein, nicht Professor, das ist kein Professor Hayden. Zelda. Ja. Zelda macht das schon deutlich länger als Professor Layden. Ich wollte es bloß mal anmerken. Aber dadurch, dass er hier nirgendwo hängen bleibt, ist natürlich Essig. 35 Rubine, genau. Oh Gott, verdammt. Warte mal. Ja, wenn ich das jetzt rumschiebe, geht auch wieder nicht, ne? Selten macht es länger und Layton macht es besser. Ja, würde ich nicht sagen. Bei Layton gibt es nämlich Schieberitze, die sind echt Arsch, Leute. So, jetzt könnte ich nämlich... Ja, doch, das klappt. Tada! Also Schieberitze gibt es schon bei weitem länger als Zelda. Ja, das sowieso noch. So, jetzt haben wir gar keine Instanz mehr, aber ich glaube, das war übelst easy. Weil da konnte man nämlich dasselbe machen wie beim letzten Mal. Du machst dir so einen Stoppblock hier hin. Und dann stackst du die auf. Ganz easy. Ich möchte jedenfalls sein, dass es so war. So, jetzt kannst du den ersten schieben. Und der steht. Schnappst du den zweiten. Musst du mal ein bisschen hinher schieben, um da durchzukommen, aber es geht. Keil- und Schieberätsel. Wow. Und einmal dann wieder nach... Nicht gegen Rolling. Alles cool. So. 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 Jetzt ist der hintere, genau wie bei dem anderen, nicht mehr benötigt. Man kann ihn einfach nutzen. Dann schieben wir nochmal einmal im Kreis. Und schloss das Ding auf der rechten Seite wieder zurück. Und wir haben unser Rätsel gelöst. Ja, was ist denn los? Easy. Zack. Stut. Fertig. Wo jetzt weiter? Ach, hier. Leute, guckt mal. Yeah. Ein Herzteil. Sammel 5 davon und du bist cool. Schön. Ich liebe auch das Feuerknistern im Spiel. Voll geil. Die Atmosphäre war toll. Das muss man immer wieder loben. Finde ich. Kannst mir sagen, was du willst. Aber... So viel besser als Breath of the Wild. Was? Nee. Also auf keinen Fall. Also tut mir leid, da kann ich dir echt nicht zustimmen. Dafür mag ich eine geile Open World viel zu sehr. Und die ist halt, naja. Bei Twilight Princess ist die Open World leider eher so Füllmittel. Und bei Breath of the Wild findet man halt wirklich Dinge. Wozu ist das hier? Wozu ist dieses ganze Riesengebiet da? Es gibt, glaube ich, zwei Insekten und die Höhle hier. Glaube ich jedenfalls. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber ich weiß nicht, also ist vielleicht auch persönlicher Geschmack, aber ich finde eigentlich das hier schon geiler als... ich finde eigentlich Breath of the Wild das schon geiler als das hier. So rum. Ich finde selbst Skyward Sword besser als Twilight Princess. Ja, muss ich dir zustimmen. Es war zwar irgendwie ein bisschen kacke, so dass sie da in der Overworld nur so komische Bröckchen versteckt haben. Nicht so coole Insel wie bei Wind Waker. Aber dafür gab es halt eine gesamte Underworld, ne? Und die spielt halt nochmal ein bisschen dazu bei, ne? Darf man halt nicht ignorieren, dass da quasi drei riesengroße Gebiete gab, die noch in mehrere Segmente geteilt wurden. Aber nichts ist besser als OT. Nein, finde ich immer noch nicht. OT fand ich sogar noch langweiliger als Twilight Princess. Weil OT war auch so übelst einfach. Die Bosse waren laschi-flaschi und so die Hyrule-Ebe gab mir auch nicht so wirklich viel her. Also klar, als Kind dachte ich so, ah, voll cool, übelst groß und geil, aber irgendwie leer.
meine, das Ding ist nur zum Füllen von Reitebenen. Ansonsten sind die Level schon sehr schlauchförmig. Ich meine, wenn sich den Todesberg so anguckt, ne? Fällt schon auf. So, jetzt überlege ich mal. Im Eisgebiet könnten wir, ja, da wäre bestimmt noch was zu tun. Aber eigentlich gibt es jetzt vorerst nichts mehr zu tun. Die Bombentaschen habe ich alle schon, ne? Ich guck mal hier. Ja, Bomben habe ich alle schon. Geil. Was gibt's eigentlich für neue Bomben? Ich meine, die Käferbomben habe ich ja nur schon. Skyward Sword ist gleich Katzenkacke. Alter, sie dann. OT, Majora's. Also Majora's Mask ist immer noch mein Liebling, tatsächlich. Einfach weil es eine übelst geile Atmosphäre hat, eine coole Story. Es ist nicht ultra easy. Kling, kling, ja, ist ja gut, schlimmer. Was könnten wir jetzt noch machen? Ich überlege gerade, was es noch so gäbe. So ein Eckchen. Es gibt natürlich auch auf der allgemeinen, natürlich in der Hyrule-Ebene noch so ein paar Ecken, die wir machen könnten. Aber wo ich natürlich auch nicht mehr weiß, ob ich die schon gemacht habe. Haben wir den Angelsee schon komplett gemacht, Leute? Weiß das noch einer? Majora's Mask ist Kais Liebling? Meins auch. Ja, finde ich am geilsten. Majora's Mask ist richtig awesome. Und mein zweiter Liebling danach ist Wind Waker. Einfach weil Wind Waker ist übelst geil. Wind Waker hat auch eine übelst coole Atmosphäre. Sehr, sehr lebendig, weil ich finde einfach schon, die Charaktere wirken so übelst lebendig. Und vor allem halt Link. Link wirkt halt nicht so wie ein Twilight Princess so. Hey, guck mal, Link. Ilja ist tot. Wisst ihr, ich finde in Twilight Princess nach wie vor ist der Link sehr emotionslos. Während der Wind Waker, der ist so übelst interaktiv. Der reagiert auf alles um sich rum irgendwie und der guckt so übelst lustig um die Ecken und so, wenn er da irgendwo lang schleicht und so. Der zählt einfach so geile Mimik irgendwie. Das ist natürlich in der Cartoon-Grafik ein bisschen leichter, das gebe ich gerne zu. Aber trotzdem ist das das, was ich auch sehr an dem Spiel schätze. Muss ich zugeben. Ich habe so geraged, als ich die Ausdaueranzeige gesehen habe. Und den sehe ich das selber bei Breath of the Wild. Ja, das macht aber Sinn, dass das Spiel eine Ausdaueranzeige hat. Ansonsten wäre das Klettern übelst broken. Muss man leider zugeben. Das wäre just too much open world. Die Suche nach den Triforce-Splittern. Ich weiß gar nicht, was alle so für ein Problem damit haben. Wenn man das Spiel ausreichend gründlich spielt, dann hatte ich, also als ich die Splitter sammeln sollte, hatte ich gefühlt schon alle Karten fertig und kryptonisiert und hatte schon... Hatte ich nicht sogar schon ein paar Splitter eingesammelt? Ich weiß es gar nicht mehr, ob das da überhaupt ging. Aber ich finde eigentlich, das war jetzt so nicht der übelst schwere Knackpunkt im Spiel. So. Ja, Angelsee. Da habe ich, glaube ich, alles schon gemacht mit euch, ne? Ich möchte meinen, da sind wir fertig. Also, ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal auf den Weg zum nächsten Dungeon, Leute. Warum nicht? Kann man nochmal machen. Für das neue Smash Bros. Werde ich die Switch kaufen. Das kann ich echt nachvollziehen, muss ich sagen. Alter, neue Smash. So, wir sind jetzt bei 18 Minuten. Alles gut. Alles noch im Lot. So. Ja, guck mal, da ist nämlich Dude. So, ich werde mich mal schnell mal und so, ne? So, der Vogel, den stört es nämlich nicht, dass wir uns verwandeln. Brauche ich noch was zum Kaufen? Ich habe noch was Leeres hier. Hm, da könnte ich ja noch mal ein bisschen... So ein bisschen hier. Ja, hab dich schon erwartet. Willkommen. Ja, moin. Na du, wie geht's dir? Kleiner Piepmatz. Find den immer noch süß. So, wir haben ja nicht genug Geld für die zwei. Dann, wir nehmen noch ein bisschen Heilung mit. So, warte. Und wie sich das gehört, Leute, gibt's 10% Trinkgeld. Ja, großzügig. Voll süß. Ich finde den süß, den Vogel. Aber ich fand Ganons Schloss in Wind Waker gut gemacht. Boah, voll awesome. Welchen Charakter wünscht ihr euch für Smash 5? Alter, Banjo in Kazooie. Aber Dixano hat es ganz gut getroffen. Schreibt es in die Kommentare. Könnt ihr gerne mal machen. Also an alle, die wissen, dass Smash 5 jetzt auf dem Weg für die Switch ist. Welchen Charakter hättet ihr denn gerne in Smash 5? Schreibt es euch mal in die Kommentare. Wäre mal ganz interessant. Onox schreibt 5% gerade. Onox. Es ist ziemlich lange her, dass wir beide in diesem Wald waren. Kein Öl. Ja, hab ich schon noch voll. Shovel Knight. Gibt es ja sogar Gerüchte zu, ne? Gibt ja auch schon eine Amiibo, ne? Also, es würde Sinn machen. Ich wusste, dass du kommen würdest.
Thelma hat mir von dir berichtet. Ich kenne sie und ihre Freunde auch schon sehr lange. Und wir arbeiten jetzt auch zusammen. Also, es gibt da etwas, das ich dir erzählen möchte. Jenseits dieses tiefen Tales, dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben, der von einer heiligen Macht geschützt wird. In diesem Schrein, der von den Urverfahren der Hylianer erbaut wurde, soll es Überreste einer alten, hochentwickelten Zivilisation geben. Wenn es jemand gelingen würde, das Geheimnis dieser alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sicher gerettet werden. Kai, willst du die Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und dieses Geheimnis der alten Zivilisation zu ergründen? Ja, Logo! Warum Onox? Veran fand ich viel besser. Was waren halt bei den Nebencharakteren? Goldener Katzen-Mario? Alter, nee, bitte nicht. Höchstens als Kostüm. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. Partner? Falke? Rosa Gold Peach? Nein, bitte nicht. Bitte nicht, Leute. Alter, das kriecht am Boden. Oh mein Gott, das ist ein goldenes Huhn. Das bringt bei der Handelsgilde in Sea of Thieves eine Menge Geld. Er bringt dich über die Schlucht, du wirst schon sehen. Hallo, du geiles Huhn. Das ist doch bloß ein dummes Huhn. Ich muss mal gucken, wo muss ich hinfliegen? So, Und hier auch nochmal, Warte mal, du gutes Huhn. Ich rüste mal schnell was über das rote Elixier aus, sonst mache ich wieder einen bösen Fehler. Hallo? Willst du bitte? Danke. So, jetzt. Kommst du her, du Huhn? Dankeschön. Hui! Close. Bleib mal hier. So, Huhn mitnehmen. Schnauze, Mann. Und heps. Wow. Und nochmal. Heps. So. Habe ich schon gemacht. Muss ich die nur mitnehmen? Nö, ne? Glaub nicht. La. Ich wäre für Ruffy. Was? Nicht die ganzen Alimi-Dudes, bitte nicht. Leg goldene Eier. Hat goldene Eier. Ich hab goldene Eier, Mann. Hier ist noch so ein Crystone. Und da sind wir wieder. Da, wo wir schon mal als Wolf durchgetingelt sind. Und jetzt kommt der Vogel wieder. Oh nein. Ich mag die Dinger nicht. Die nerven einfach nur. Keine Anime-Leute in Smash, bitte. Und wie ist es mit Cloud? Yeah, okay, gut, die Annahme finde ich sogar irgendwie berechtigt. Ich ignoriere die Köpfe gerne, die nerven. Haha, daneben. Ging es hier nicht lang? Shit. Dann dürfte der Pikachu auch nicht dabei sein. Aber Pokémon wurde ja bei ersten Anime, nachdem die Spiele draußen waren. Demzufolge war ja das Ganze... Ja, also, ne, dann dürfte ja Ace Attorney zum Beispiel auch nicht vorkommen, weil der ja auch inzwischen ein Anime hat. Wovon es inzwischen sogar, also demnächst, angeblich sogar eine zweite Staffel geben soll. Finde ich gar nicht so kacke, ehrlich gesagt. Muss ich hier Licht anmachen? Kann das sein? Ich mach mal Licht an. Bin mal so nett. Daneben. Oha, Hilfe, Baum. Das Gebiet nervt, ja, ist echt so. Charaktere, die nur aus Animes bekannt sind. Ich glaube, komm, es wenn Cloud, Fire Emblem dann auch damit gemeint sind. Fire Emblem hat kein Anime. Ganz einfach.
Nee, war ich gerade schon? Das ist er nicht. Aber es gibt von Fairy. Hä? Junge, nein. Das werden sie eh nicht machen. Schafft! Sprungschlitz! Es gibt ein Anime zu Fire Emblem. Selbst wenn, wahrscheinlich nur in Japan. Hätte ich nämlich noch nie von gehört, ehrlich gesagt. Das Fire Emblem Anime hat. Wäre mir neu. Oh, Leute, Moment. Upsi. Bitte nicht noch einen Fire Emblem-Charakter für Smash. Ja, okay, langsam ist es euch genug. Kann man verstehen. Ich glaube, so langsam haben sie auch einfach keinen mehr, oder? Ich meine, es wurde ja alles rausgepingelt. Wartet mal. Boah. Schaff! Einfach einen Pfeil nehmen. Ich möchte den Sandsack in Smash 5 mainen. Aber der kann doch keine Moves. Also ich würde mich... Partlänge... Oh ja, wir sind bei 27 Minuten. Danke für die Anmerkung übrigens. Aber mittendrin hier eine Pause machen, ist gerade auch wie auch ein bisschen Arsch. Ja komm, 27 Minuten. Ihr wisst, die Parts dürfen nicht zu lang werden, Leute. Sonst ist der Upload immer ultra schwer und dauert... Also teilweise schon so 5 extra Minuten pro Part können für mich bedeuten 1 bis 2 Stunden mehr Video-Upload. Also ist jetzt übertrieben, aber 1 Stunde ist realistisch. Ne? Das ist schon ziemlich hart. Aber wir können gerne noch im nächsten Part weiter über die, also falls ihr jetzt interessiert seid, was wir denn hier im Chat jetzt noch für möglich halten, was für Smash 5 kommt, da können wir alle noch drüber quatschen. Und auch wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, einfach in die Kommentare schreiben. Auf die antworte ich nämlich genauso wie auf den Chat. Also bitte nicht vernachlässigt fühlen. Und dann, ja, wieder bis zum nächsten Part. Macht's gut, haut rein, tschüssi, Kowski und ciao!